ihr habt es gehört, es gibt nach wie vor große Missstände, was die Unterkünfte angeht. Und dazu haben wir jetzt eine persönliche Mitteilung, eine ganz persönliche Schicksal, was ihr jetzt hören könnt. Wir haben Josef und Christiane für euch. Herr Scheier, Herr Müller? Zwei ist ja schon schön, aller guten Dinge sind alle. A warm welcome to Josef. Ich werde sicherheitshalber übersetzen, da er auf Englisch sprechen wird. Ja. Hello everyone and guten Tag. Mein Name ist Josef Al-Khatib und ich komme aus Syrien. And back to English, please. we are all here today for the same reason. But before talking about several points, I want to say something. We are not here today for complaining. We are asking for help. On behalf of the refugees, because we can't deal with all the complicated procedures anymore, or all the chaos around the process for apply for asylum. Wir sind heute alle aus dem gleichen Grund da. Aber bevor ich ein paar Punkte anspreche, möchte ich etwas sagen. Im Namen der Geflüchteten, wir sind nicht hier, um uns zu beschweren. Nein, wir fragen nach Hilfe, weil wir all die schwierigen Prozedere nicht alleine schaffen oder das Chaos drumherum, um Asyl zu beantragen. I'll start from the beginning when the refugees arrived to Berlin. They're putting people in buses and sending them to camps, and they are telling them just to wait on the camps and we will work on all your papers and we'll back to you very soon. Like what happened with a girl called Dina Hosn. Dina applied for asylum in September 16 and they put him in seven buses and they send them to the camp located in Mazran, and they convinced them that it's the best thing to do. Some of them went to Lakizo again and spent weeks and nights there till they saw their numbers on the screen. The rest is still waiting till now and they feel like they are forgotten. And there's a lot of people stuck in the same situation in other camps right now. Ich fange am Anfang an, wenn Geflüchtete in Berlin eintreffen. Man setzt sie in Busse, fährt sie in Unterkünfte und man sagt, sie sollen dort warten, dass sie die Papiere bearbeiten und dass sie bald zurück sein werden. Das sagte man Dina Hosn. Dina hat Asyl beantragt am 16. September, gemeinsam mit hunderten anderen. Und ihr wurde gesagt, dass es einen neuen Ablauf geben würde. Also fuhr man sie und andere mit Bussen zu einer Unterkunft in Marzahn. Und man überzeugte sie, dass es das Beste sei, dort zu bleiben. Ein paar Geflüchtete gingen zurück zum Lageso und verbrachten Wochen und Nächte, bis sie ihre Nummer auf der Nummernwand sahen. Der Rest der Menschen wartet weiterhin, sie fühlen sich vergessen und viele stecken in ihrer Situation fest, auch in anderen Camps. Ja. And actually the problems don't finish when we get our papers, no. The problems just start here. Because most of the people are getting the hostel papers and two tickets for transportation and the 6 euro per day for necessary needs. And we'll be on our own right now. Aber die Schwierigkeiten hören nicht mit dem Erhalt der Papiere auf. Nein, sie beginnen erneut. Viele Geflüchtete erhalten einen Hostelschein, dazu zwei U-Bahn-Tickets und 6 Euro pro Tag, die das Überleben sichern sollen. Und damit stehst du dann alleine. And we have to go around the city for a long time with these two tickets and no one knows from the refugees, I mean, how it works or how to buy new tickets and they don't give us a Berlin pass card also and the refugees getting contravention from the first day. And finding a hostel, it's very difficult even if you speak English or even if you speak German.
because always they will get the same answer that Lakhiso doesn't pay them the money on the time, and Lakhiso paying the money after 6 months or maybe later than that. Und dann müssen wir durch die Stadt, lange, mit 2 Tickets. Niemand weiß, wie es geht, wie man weiterkommt, wie man neue Tickets kauft. Und sie geben uns keinen Berlin-Pass. Und Geflüchtete bekommen dann am ersten Tag eine Verwarnung während Schwarzfahrens. Dazu kommt, ein Hostel zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Selbst wenn man Englisch oder auch Deutsch spricht. Denn überall erhält man die gleiche Antwort. Das Lakhiso zahlt nicht rechtzeitig. Es zahlt erst nach 6 Monaten oder noch später. And some greedy people are taking advantage of that, and they are putting a lot of refugees in very small apartments, like about 10 persons in 2 rooms apartment. And why they can do that? Because the refugees don't have a lot of options, because Lakhiso doesn't pay money on time. Only a few of the people were lucky enough to find a hostel, accept these papers. And some of these hostels are not a decent place to stay. And some of them are not even able to host anyone. Und einige raffgierige Menschen machen sich das zum Vorteil. Sie stecken viele Geflüchtete in kleine Zimmer, zum Beispiel 10 Menschen in 2 kleine Zimmer. Und wieso können sie das tun? Weil die Geflüchteten keine andere Option erhalten. Wenige hatten das Glück, ein Hostel zu finden, welches die Kostenübernahme akzeptiert. Und viele dieser Hostels sind von schlechter Qualität. Andere wiederum wären nicht mal in der Lage, jemanden aufzunehmen, aber sie tun es trotzdem. Like what happened with me, I saw a couple of names on these papers with the full address, so I thought Lakhiso recommend these hostels. Like the hostel I was in, we had to stay without electricity for 4 days. And the elevator there was out of service from a long time, but they didn't say that till they get the papers. To make it even worse, my mother is sitting in a wheelchair, but despite the broken elevator, our room was in the 3rd floor. In case of any emergency, like fire emergency or something, my mother wouldn't be able to leave the hotel safely. So wie es mir passierte. Ich sah auf dem Zettel vom Lakhiso der Kostenübernahme 3 Hostels mit Adresse. Also war ich in der Annahme, dass die 3 empfohlen wurden. Die Papiere sind auf Deutsch. Meine Mutter und ich mussten dort 4 Tage ohne Strom leben und der Fahrstuhl war schon lange außer Betrieb. Denn die auf dem Hostelschein genannten Hostels sind die Hostels, zu denen man nicht hingehen soll. Aber das sagten sie mir nicht, erst nachdem sie meine Papiere hatten. Als ob es nicht schlimm genug gewesen wäre für mich, war es das für meine Mutter. Denn sie sitzt im Rollstuhl und unser Zimmer war im 3. OG. Und im Notfall, meine Mutter wäre nicht in der Lage gewesen, sich in Sicherheit zu bringen. But later, when I showed these papers that I believe it's a recommendation to a German person, he told me it's a warning, means don't go there. So maybe they expect us to be fluent in German from our first day in Germany, or maybe they are doing this on purpose, no one knows. And if you want to go to Lakhiso to talk about these problems, you will be stuck in a long line. And it will take days and you might have to sleep outside to be first in line in the next morning. And you have to bear all the bad treatment of the security guards there and their bad attitude. Später, als ich das Hostelpapier einem Deutschen zeigte, wurde mir erklärt, dass die Adresse eine Warnung beinhaltet. Geh da nicht hin. Also glaubt man, dass wir fließend Deutsch sprechen am ersten Tag in Deutschland? Oder tun sie es mit Absicht? Niemand weiß es wohl. Und wenn du zum Lakhiso gehen willst, um über diese Probleme zu reden, hängst du dort wieder für sehr, sehr lange Zeit fest. Es wird Tage dauern, vielleicht musst du wieder draußen schlafen, um der Erste am nächsten Morgen in der Warteschlange zu sein. Und du musst die schlechten Bedingungen von allen Securities aushalten. And speaking about the security guards, I was shocked when I saw how they are treating the people there
They are using very dirty words to the refugees, and they are pushing them and punching them and humiliate them. And the worst part, they are not afraid because they are not afraid of what they are doing. They are doing it like they have the permission to do that. But unfortunately, I don't have enough time to talk about all the problems. But before I will finish, I have two more things to say. Und da wir gerade von Security reden, ich war schockiert, als ich sah, wie sie die Menschen dort behandeln. Sie beleidigen sie mit Worten, schieben, stoßen sie herum, demütigen sie. Aber das Schlimmste ist, dass sie nicht mal unsicher dabei sind. Sie tun es, als hätten sie eine Erlaubnis dazu. Als ob sie befördert werden würden, wenn sie es tun. Leider habe ich nicht genug Zeit, von all den Problemen und Schwierigkeiten zu berichten. Aber bevor ich aufhöre, möchte ich noch zwei Dinge sagen. The first for the refugees. It doesn't matter where we are coming from. And it doesn't matter if we are fleeing from the war or fleeing from poverty. Because poverty is deadly as the war is. We are all here looking for a new life. And the second thing, I'd like to thank all of Berlin people for everything they are doing for us. Because all of the people of Berlin, we feel like we are home. Als erstes an die Refugees. Es ist unwichtig, wo wir herkommen und es ist unwichtig, wovor wir geflohen sind. Ob es Krieg ist oder Armut, auch Armut tötet. Wir sind alle hier, um ein besseres und sicheres Leben zu führen. Als zweites möchte ich den Menschen in Berlin danken für alles, was ihr für uns getan habt und weiterhin tut. Wegen euch können wir uns hier zu Hause fühlen. Especially, I would like to thank Anton and Thomas, the family who host me and my mother for a week, because without their help, we might be sleeping in the street right now. And of course, I would like to thank Mobit Hilft, and especially Christina. For all what they did, and for all what they are still doing right now. Thanks everyone, love you all. Peace.